Spirituelle Arbeit bleibt nie ohne Ergebnisse. Nichts ist wichtiger und heilsamer, als an spirituellen Aktivitäten Geschmack zu finden, sie zu schätzen und keinen Tag mehr vergehen zu lassen, ohne sich mit dem Himmel zu verbinden, zu meditieren und zu beten. Haltet mehrmals täglich einige Minuten inne und versucht, im Inneren euren Schwerpunkt, eure göttliche Mitte zu finden. Dann beginnt ihr zu spüren, dass ihr im Inneren ein ewiges, unsterbliches, unzerstörbares Element besitzt. Auch wenn die anderen nichts davon merken, wenn niemand eure Anstrengungen zu schätzen weiß und auch wenn ihr davon keinen materiellen Nutzen habt, dürft ihr doch nie aufhören, geistige Reichtümer anzusammeln, denn ihr werdet innerlich freier, stärker und seid dann über die Ereignisse erhaben. Die spirituelle Arbeit ist der einzige Reichtum, das einzige Gut, das euch wirklich gehört. Alles andere kann euch genommen werden. Nur die geistige Arbeit gehört euch für immer. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.